Ach, Mann, wenn schon, denn schon. So. 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 Nur, dass es auch optisch hier tatsächlich irgendwie verbunden wird. Und dann machen wir hier mal den Test. Und da vielleicht noch irgendwas in die. Ja, komm. Irgendwas in die Kiste schmeißen. Ah. Scheißegal. Ach, guck mal, da kommt's auch schon. Und das müsste jetzt ohne hin und her wackeln eigentlich in die. Guck mal, da läuft's vorbei. Hier muss es auch vorbeilaufen. Wieso geht's denn hier in die schwarze Kiste rein? Ach, weil, guck mal, hier ist es, der ist noch unkonfiguriert. Blau aus und blau und rot bleiben an. Nee, schwarz und rot bleiben an. Gut, aber der geht hier natürlich rein, weil die Kiste noch unkonfiguriert ist. Beziehungsweise hier der Filter. Schwarz und rot. Schwarz und rot bleibt an. Ja, gut, ne? Also, weil ist halt so. Also, das funktioniert auf jeden Fall. Sehr gut. Dann hier noch nach oben, ne? Guck mal, hier müssen wir ja auch noch. Können wir eigentlich da direkt uns irgendwie anschließen? Hoffe ich zumindest. Nein, kein Corona, einfach allergisch. So, so und so. Und guck mal, wenn hier jetzt irgendwas. Ach, da kann man wieder sagen, irgendwie was rein soll. Hier ist übrigens noch ein hässlicher Erdeblock, den wir austauschen können gegen einen relativ gesehen etwas schöneren Steinblock. So, das heißt, hier, guck mal, hier kann man nämlich auch. Hier kann man auch. Hier kann man eigentlich komplett, ne? Das ist ja allerliebst. Guck mal, hier kann man zumachen, hier kann man auch zumachen. So und so und wenn man hier vorbeischlagen könnte, dann könnte man nämlich hier auch zumachen. Ja. Oh, hier wieder ordentlich. Zack und zack. Und ja, also wie gesagt, es ist Technikbereich, der muss nicht überall 100% super geil aussehen. Wäre natürlich schön, wenn er das würde und man das Mesocon irgendwie so schön, wie man es am Boden legen könnte, auch an die Wand legen könnte. Aber das geht halt leider nicht. Ja, aber das wäre halt geil, wenn man es dann oben auch an der Decke irgendwie nicht unten, sondern oben verlegen könnte. Das wäre richtig cool. Aber gut, ne, man kann nicht alles haben. Aber ist nicht schlimm. Es geht ja so. Gut, das mit der Blinky Plant, dass sie jetzt hier so mitten irgendwie im Raum steht, das ist natürlich eher so ungeil. Gucken wir gleich mal, ob wir das noch irgendwie verdecken können, so ein bisschen. Ja, was mache ich denn da? Da muss der gute Koppel rein. Da muss der gute Koppel rein. So, und hier auch. Und hier in die Ecke. Oh, da war es zweimal gewesen. So. Dann stellen wir nämlich die Blinky Plant auch in die Ecke. Die ist ja trotzdem mit angeschlossen, das heißt, das passt dann schon. Und dann. Hauen wir das hier nochmal alles weg. Zumindest bis da. Und dann heißt das hier auch wieder zu.
Oh, das kommt weg, das kommt weg, das kommt auch wieder weg. Wir keinen guten Stein verschwenden. Hier müssen wir, glaube ich, nicht so aufpassen. Ah, scheiße. Verdammt, da war ja was. Mann, oh. Aber hier können wir. Und hier kommen wir auch. Hier kommen wir auch. Und jetzt müssen wir hier kurz einmal wieder Ordnung machen. Ja. Ja. Ne, da machen wir auch wieder einen schönen Stein hin. So. Hier so einen wieder hin. Na, da ist Technikbereich. Da ist auch Technikbereich, dass man eben den Cobblestone nicht sieht, ne? Ach, guck mal, da wäre noch ein... Wie kommt man denn da ran? Das ist ja schlimm. So kommt man da ran. Vertical, 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 vertical. Ja. Schön wieder connected. Und dann machen wir nämlich hier. So. Und dann machen wir hier Cobblestone. Meine Güte, jetzt habe ich schon wieder keinen Cobblestone hier. Das ist ja direkt peinlich. Nehmen wir die gute Erde. So. Und dann machen wir hier auch wieder mit den Steinen zu. Oder auch nicht. Hm. Doch, natürlich. Wir haben ja noch einen Stack. So. Guck, und schon ist hier das Chaos hier oben mit der Technik. Gedönse, das ist halt so, wie es ist. Und das, ja, gut. Wie gesagt, es ist ein Technikraum. Ja, also, ob hier jetzt einer ist oder nicht. Weil dahinter, da war doch irgendwie, dass man da nicht ran darf. Und das mache ich jetzt nicht nochmal wieder auf. Es sieht so ein bisschen chaotisch aus, ne? Aber wenn wir den Rest jetzt hier auch noch mit den Steinen so als Wand auffüllen. Boah, gucken wir mal, dass wir hier irgendwie die normalen Steine, die Steinsteine nutzen. Und hier. Ja, man kommt hier nicht um die Ecke, das ist halt so. Sieht doch soweit ganz gut aus. Das ist doch allerliebst. Das ist natürlich dann die Frage, dass man die... Oh, Moment. Ich bin gleich wieder da. Kleinen Augenblick. So, da bin ich wieder da. Ja, ich musste mal ganz kurz schnell weg. Also... Von hier sieht noch alles okay aus. Das heißt, wir nehmen uns da jetzt mal ein Stückchen hiervon. Das wird... Na. Das wird jetzt reingesaugt. Dann gucken wir mal, ob wir das mal ein bisschen verfolgen. Ist wahrscheinlich längst drin in der Kiste, wa? Gut, wir hätten vielleicht eine Anzahl nehmen können, wo wir es nachvollziehen können. Na komm. Komm, lass mich da jetzt rein. Ein blödes Ding. Wir nehmen mal hier die 65 raus. Und dann schauen wir mal. Wo denn die 65 plötzlich dann hin verschwinden? Moment, es ist gar nicht rausgegangen. Wieso ist denn das nicht rausgegangen? Ich bin nach Hause. Wieso geht denn nicht raus? Der ist doch von oben. Oder ist der nicht hoch genug, dass der in den Ort darunter nur geht? Das wäre natürlich doof. Ach, guck mal hier, der. Doch, der ist rausgegangen. Der muss rausgehen. Aber wieso blinkt denn hier das...
Wieso blinken das nicht? Ja gut, ne, wenn man ein Idiot ist und diese Blinkeplänt nicht verkabelt, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Mann, ist das peinlich. Guck mal, jetzt blinkt es auch wieder. Und es blinkt auch bis oben. Gott, bin ich ein Idiot. Du Vollidiot, was spielst du hier überhaupt für eine Scheiße zusammen? Das ist ja nicht auszuhalten mit dir. Also, auf ein neues. Hopsa. Ja, ja, ja. 66 rein. Schnell runter, dass wir gucken können. Ach, guck mal, ist längst drin. Es geht so schnell jetzt. Ach, meine Güte, Mann, bin ich froh, dass der Scheiß funktioniert, wie er funktionieren soll. Ja, so, fertig, ne? Also, das war's. Let's Play ist beendet, wir sind durch, wir haben es geschafft. Ach, meine Güte, ey. So, ich bin gerade die ganze Zeit mal überlegen, wie wir das hier mit dieser Innenseite machen. Ich bin ja tatsächlich geneigt, diese Steine hier zu benutzen und nicht eben die wir auch hier außen benutzen. Weil es wäre halt so ein bisschen irgendwie komisch, dass hier dann einer so einer wäre und dann die anderen alle irgendwie die anderen Steine wären. Den kriegen wir nicht hier hin, weil der dann hier connecten würde. Naja. Wir verschieben die einfach. Die kommt. Es wird aber auch nichts bringen für das, was ich vorhabe, ne? Was wäre denn hier das Sinnvolle? Also ich würde ja hier gern trotzdem irgendwie noch reinkommen. Beziehungsweise es wäre eh zu schmal, also es würde eh nicht viel bringen. Da wir lassen die Box hier. So, Name der Station. Holzfällerhaus. Keller. Net 1 hatten wir ja so gelassen. Speichern. Herrenhaus. Hier vielleicht einmal aktualisieren. Holzfällerhauskeller. Gut. Funktioniert, wie es funktionieren soll. Einwandfrei. Das heißt, hier kommt eine Stahltür rein, wenn wir Stahl hätten. Und hier kommt... Kann man? Man kann. Ah, sehr gut. Und hier kommt dann der Steinstein rein und hier kommt dann das wäre so eine Doppelbreite, ne? Wieso haben wir eigentlich keine Stahltüren mehr? Haben wir den hier noch irgendwo? Guck mal, hier hätten wir tatsächlich noch Eisen gehabt. Das heißt, wir können hier auch gleich mal irgendwie eine Stahltür machen. Und wir können hier mal einfach machen, ein Set. So, einfach wieder rein in die Ramschkiste, das passt schon. So, und wenn wir die hier innen hinsetzen, dann hätten wir von beiden Seiten diesen Look, dass die Tür so innen drin wäre. Das wäre aber, glaube ich, okay. Weil das finde ich ja eigentlich ganz okay so. Hier könnte man natürlich noch irgendwie so eine Dings davor setzen, oder? Nee, Cobblestone war das, ne? Zweimal Cobblestone. Habe ich denn noch Cobblestone? Warum habe ich denn kein Cobblestone mehr?
Das ist doch scheiße. Tür auf. Tür zu. Tür auf. Tür zu. Hier habe ich auch schon alles zugebaut, ne? Ich habe da bestimmt irgendwo noch in irgendeiner Kiste. Das scheitert doch jetzt nicht am Cobblestone. Das ist doch nicht wahr, ne? Schade, es war nur ein Traum. Ich dachte, sie geht schneller auf. Und das alles hier ist übrigens nur das Vorgeplänkel zu dem, was wir noch vorhaben. Zweimal hiervon. Kann man die nämlich wunderbar davor legen. Von hier, ja, geht's halt nicht. Da muss das halt aufmachen, aber es geht halt automatisch wieder zu. Und der Platz hier ist halbwegs schön genutzt, sag ich mal. Kann ja hier sogar noch irgendwie eine Fackel. Nee, sieht irgendwie komisch aus, ne? Aber wir lassen das so. Beziehungsweise. Ja, genau so wollte ich das machen. So. Dann ist das nicht so ganz super eng. Und man kommt trotzdem hier noch wunderbar irgendwie so vom Design her. Das macht so ein bisschen aufgelockerter. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. So, dann müssen wir doch eben noch mal ganz kurz gucken, ob wir hier eventuell noch... Wir haben sogar noch ein bisschen. Und wir können auch hier nochmal wieder welche daraus machen. Das ist doch schön. Ja. Gut. 6 Stück macht es, glaube ich, auch nicht. Aber wir kriegen, glaube ich, die Wand fertig. Können wir nämlich mal schauen. Ja, hier ist... Wäre dann tatsächlich irgendwie so eine Dreierwand, ne? Oh, nee, was man hier machen kann. Nee, was man da nicht machen kann. Ich wollte jetzt hier keine Dreibreite, keinen Dreibreitendurchgang machen. Aber wir können mal gucken, ob wir vielleicht die... diesen komischen Scheiß mit den schräg angesetzten... Da sich die ja eh schräg irgendwie ansetzen, ist das, glaube ich, okay. Ich will halt diesen Durchgang ungern so super, super breit, also super lang haben. So. Von außen siehst du nichts. Wenn du reinkommst, hast du Platz. Das machen wir hier auf der Seite jetzt auch nochmal. Und schon hast du hier so einen halbwegs schönen Durchgang. Was man hier oben jetzt noch machen kann, man kann diese Eckdinger nutzen. Mal gleich mal gucken. Die kommt man doch auch irgendwie bauen, oder? Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Ach, wollte gerade sagen. Irgendwie haut hier das... die Wände, die kann man auch nochmal irgendwann bauen. Ganz genau, das wäre natürlich auch nochmal eine schöne Idee. Aber wie baut man die... die Dinger? Geh einfach an unsere Säge und wir machen einfach zwei, würde ich sagen.
Enemenemu, wo bist du? Hier bist du. Oh, ich sollte vielleicht mal ein Häppchen essen zwischendurch. Weg. Und weg. Und rein. Und rein. Ja, siehst du mal. Ja, siehst du mal. So ist doch schön. Das verläuft aus und das verläuft hier oben drüber. Das ist auch in Ordnung. Ja. Und trotzdem hast du hier so einen halbwegs schönen Durchgang. Man könnte hier auch noch mit Slabs arbeiten. Dass man die Reihe mit Slabs macht, dass wir hier hinten für die Beleuchtung an sich ja egal, ob da ein Slab hintersetzt oder nicht. Weil es ja von vorne genauso aussieht. Also da ändert sich nichts an der Beleuchtung. Hier hinten ist es ein kleines bisschen heller. Und ich glaube, das machen wir. Das heißt, hier kommen Slabs ran, Slabs ran, Slabs ran, Slabs ran. So. Schon ist es schöner, weil hier dann eben das nicht so super breit ist und das trotzdem irgendwie so hier oben dann in diesem Knicks verläuft. Das ist in Ordnung und hier verläuft es dann eben sowieso dann dahinter. Beziehungsweise nicht dahinter, davor. Es verläuft ja hier irgendwie so. Ja, mein Gott, dann ist hier ein Loch und dann ist das halt so, ne? So, so und so und so. Und so und so und so. Und so. Dann haben wir hier halt eben den Technikkram. Wobei man da ja tatsächlich auch vielleicht mit Slabs arbeiten könnte. Slabs sind für alles eine Lösung. So. Es gibt auch diese noch schmaleren, dünneren Slabs aus der Säge. Aber ich weiß nicht. Nee. Wir machen hier mal. So. Und wir machen hier mal. Gut, da müsste eine Treppe rein. So. Oh. Oh. Ja. Ja. Eigentlich nö, aber ja. 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 Eigentlich nö. 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 Das ist luftiger hier, das ist ein bisschen schöner. Das macht zwar so ein bisschen mehr Chaos hier irgendwie optisch, aber das ist schon okay. Ja. Zack. Und hier ist ja eh dann zu. So. Ach, hier kann man eigentlich auch wieder Slabs benutzen, ne? Da gar nicht zu braun brauchen. Na gut. Bisschen Schwund ist immer. Ja, zack, 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 zack. Ups. Brauchen eh noch ein paar Slaps. Nicht, okay. Ein davon. Und irgendwann ist er dann in der richtigen Position. Da siehst du mal. So, dann geht das nämlich hier schön um die Ecke. Hier oben ist halt so, wie es ist. Dahinter, da kriegen wir noch bestimmt noch irgendwie einen Stein reingedrückt. Sehr gut.
So, hier ist mit Slaps zu. Hier ist mit Slaps zu. Hier ist mit Slaps zu. Und das Rohr verläuft tatsächlich so ein bisschen in der Wand. Und dann machen wir das Ganze hier auch nochmal. Da ist mal hier ein bisschen Licht. So, so. Ja, komm, scheißegal. Wir machen es jetzt erstmal ordentlich zu. So. So. Na, na. Na, na, na. Die eine Lücke hier, wo dann der Mob spawnen kann, das Ding dann lassen wir mal. So. Und dann brauchen wir einen ganzen Eimer voller Slabs. Genau. Warum ist hier denn noch offen? Slap, slap, schlepp. Schleppidi schlepp. Da haben wir keine Slaps mehr und wir haben auch keine von den Steinen mehr, sehe ich gerade. Wir wollen ja ein paar Steine machen. So. Wie viel kriegen wir denn hier noch raus? Ach, da könnte man es auch um die Ecke mitbauen. Na ja, gut. So. 15 Stück, na, gucken wir mal. Da, wie gewollt, wie gewollt, wie gewollt. Und dann brauchen wir jetzt noch zwei von den schmalen hier. Ja. Dab und dab. Da lachen sogar die Hühner. So. Der ist an der Wand. Ja, komm, das passt schon so. Also, die Dinger sind alle zugänglich. Man hat hier genug Platz, um Sachen beschriften zu können. Das passt hier soweit. Hier passt das soweit. Der Eingang, der ist mir außergewöhnlich gut gelungen, der Eingang hier. Meine Güte, ist das schön geworden. Naja. So. Hier oben an der Decke haben wir genug Möglichkeit, um Sachen dann irgendwie unterzubringen. Dahin und was haben wir denn hier? Haben wir hier alle zwei? Eingang, 2, 2, 2, 2. Irgendwas gestorben. 2, 2, 2. Ah, scheiße. Wir machen das mal anders. Vorbei. So. So. Wir machen eine ganze Reihe. Da muss auch gar nicht weg. Das ist ja nur temporär, dass wir das mit Glowglass machen. Wir haben sogar noch welches.
Es wäre halt eine ganze Reihe dann irgendwie ausgefüllt.